ungefähr 6 Stunden Training am Stück. Aber wir hatten jetzt in Vermutung halt da doch, sagen wir mal, im Schnitt etwa 8 Stunden Training pro Tag. Manchmal war das Wetter nicht so gut, dann hatten wir, kamen wir auf 6 Stunden. Und manchmal haben wir eben noch mehr, 9 oder 10 Stunden trainiert. Aber so war im Schnitt ungefähr 8 Stunden. Es gab keinen Fernseher, aber noch nichts. Und die Jungs waren vom Sport auch so kaputt. Weil man hatte ja auch nichts zum Datteln und zum Spielen. Man konnte nicht bei Facebook und hin und her. So wie Soldaten früher. Was macht ein Soldat, wenn er nicht kämpft? Dann isst er oder schläft. Und die haben halt einfach geschlafen. Also in der ersten Woche waren alle noch so aufgeregt, da sind die rumgeschoben. Und in der zweiten Woche, Training war vorbei, man hat was gegessen. Man hat, egal wo die waren, die haben es einfach, also wirklich buchstäblich, egal wo die waren, die haben es überall einfach irgendwie hingelegt. Ja? Man hat einfach gepennt. Und die Ernährung war auch anders. Die sollten sich nicht wie vorher schon gladiatorisch ernähren, jetzt haben wir die auch alle, nein. Das haben zwei radikale Typen, haben es auch vorher schon gemacht, mit den Bohnen und so, und ansonsten hat es ja keiner gemacht. Also wir haben, ja, also das Einzige, was so wirklich, 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 wirklich anders war, war natürlich die Ernährung. Ja. Das ist gut. Und da haben wir durch diesen Zyklus von Training, Essen, Schlaf, ja. Das haben viele Bodybuilder, Crossfitter oder sonst was, haben das auch auf irgendwelchen T-Shirts stehen. Train, Eat, Sleep, ja. Das ist eigentlich so eine Banalität, aber was passiert denn, wenn man das so, man sagt das halt gar nicht, ja. Dann trainierst du, machst du DJJ, isst du, dann schläfst du. Das sind alles so Sprüche, aber was passiert denn eigentlich, wenn man das wirklich macht, ja? Also was passiert, wenn ich nichts anderes mache, außer trainieren, essen und schlafen? Und zwar viel davon. Ich trainiere wahnsinnig viel. Ich trainiere jeden Tag 8 Stunden. Ich esse wahnsinnig viel. Und ich schlafe total viel. Also ich schlafe 10 Stunden. Also ich habe auf die Karten und Schnitt noch 10 Stunden Schlaf pro Tag. Ja? Das ist natürlich eine riesen Regeneration, die wir da machen. Da konnten natürlich Ergebnisse produziert werden. Ja? Und wenn wir jetzt den Tagesablauf nochmal angucken und das nochmal Revue passieren lassen, dann haben wir ja genau das. Trainieren, essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen. Repeat. Ja? Und das hatten wir einfach durch Zufall quasi so optimal eingefädelt, dass das so schlau war. Das war mir, als ich es entworfen habe, noch gar nicht bewusst. Manchmal macht man Dinge so richtig, wo man denkt, oh, das könnte so gehen. Aber man merkt das hinterher, dass man sagt, oh, das war tatsächlich eine clevere Lösung. Aber das war mir am Anfang gar nicht so bewusst, wie schlau das war. Okay, nächstes Bild. Also hier nochmal so einprägsam, ne? 8 Stunden Training, 10 Stunden Schlaf und die gladiatorische Ernährung, das bringt halt die Ergebnisse. Und die hat es halt wirklich gebracht. Ja? Das Problem war, dass wir überhaupt nicht in diese Richtung geforscht haben, sondern das Thema war, auch aus der User dargestellt, einfach mal zu gucken, wie können diese Kämpfe, wie muss man sich das vorstellen? Ja, also was passiert? Wir rekonstruieren das mal und probieren es einfach mal aus, wie kann das ausgesehen haben? Können wir Situationen generieren, die aussehen hier auf den Motiven? Das war das Forschungsziel, einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das überhaupt an? Wie muss man so einen Helm befestigen, damit der nicht wackelt? Oder wie? Einfach mal ausprobieren. Experimentelle Archäologie, wir haben überhaupt nicht in diese physische Veränderungsrichtung geforscht. Ja? Also da waren keine Sportmediziner dabei, die gesagt haben, oh, das erforschen wir jetzt, ja, machen wir ernähren euch, trainieren euch so und dann werdet ihr vermessen und Blutbild und das wurde gar nicht gemacht, weil das war nur irgendwann so offensichtlich, diese Veränderung, das war für alle das flashigste Erlebnis, dass man es einfach nicht mehr ignorieren konnte. Es wurde einfach so intensiv, dass, Und der wirklich anderste Teil zum Verhältnis zu vorher war natürlich auch diese Ernährung. Das haben wir jetzt wirklich alle gemacht. Wir haben jetzt ein Stündchen rum. Genau, und ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause, wir trinken was und dann komme ich zum Festival.